Ja, servus Leute und willkommen zurück. Die letzten Tage hat es ja bei uns richtig schön geregnet gehabt. Ja, insgesamt haben wir jetzt 40 Liter auf den Quadratmeter zusammengekriegt. Doch haben wir eine schöne Menge. Ja, und die oberen 5 bis 10 cm vom Boden haben endlich auch mal wieder richtig Feuchtigkeit gesehen. Ja, wenigstens 5 bis 10. Ich meine, jetzt die Tage muss ich dann auch mal ackern. Müssen wir mal sehen, entweder vielleicht, dass ich am Freitag dann anfange. Am Freitag habe ich Frühschicht. Da wäre ich um 14 Uhr dann daheim, wenn ich da anfange und am Samstag Spätschicht habe, dann könnte ich Samstag früh gar fertig machen. Das muss ich mal sehen, wie es klappt. Ja, und dann wäre das auch einmal erledigt. Heute habe ich wieder ganz normal meine Hühner gemacht, meine Ställe. Tja, meine Spaziergehühner. Zwei Stück sind wieder da draußen unterwegs, wie immer. Und den Zaun durch kommen sie immer noch. Die haben den Kohlkopf, den mampfen sie jetzt hier gerade. Ja, Kräutertöpfle war das mal dabei. Und der ganze andere Teil von den Hühnern sitzt drin im Stall, die haben heute keine Lust. Ja, der Zaun ist einmal nicht an, den habe ich heute einmal offen, dass sie hin und her können und kein Strom drauf. Mit den Schweinen wird es jetzt, wie gesagt, so aussehen, so Mitte nächster Woche in etwa, dass die dann kommen. Also ich denke mal, der Freitagsvlog in einer Woche, da gibt es dann endlich einmal Schweine zu sehen. Und vorher wird es mit Sicherheit einmal noch Bilder auf Instagram und Facebook geben. Aber das seht ihr ja dann. Ja, ich freue mich auf alle Fälle. Jo, hier unten, wie gesagt, ist jetzt soweit alles fertig. Gut, was mir jetzt noch fehlt, ich brauche noch einen Sturmhaken von der Arbeit. Den einen habe ich ja noch da drüben hängen, den muss ich aber noch hier rüber reinschrauben. Und daher. Und dann die Tür mache ich dann auch ein, dass wenn ich die aufmache, dann auch hier einfach einhängen. Dann spare ich mir nämlich den blöden Stein hier unten am Boden und brauche den nicht immer hin und her rutschen mit den Schuhen. Das ist ja Quatsch. So ist es dann einfach ein komfortabler, da hänge ich dann bloß den Haken ein und wenn ich es abends einsperre, Haken aufmachen und Tür zu. Dann ist das Thema auch gegessen. Ja, im letzten Vlog hat dann einer gesagt, ich könnte doch das Netz hier noch wegmachen bei den Hühnern. Das da. Ja, also ich habe das Netz eigentlich absichtlich hingemacht. Ich meine, ja gut, man sieht schon hier ist eine recht große Lücke, das war schon mal besser zu. Aber ich habe das eigentlich absichtlich noch gemacht, dass meine Hühner eben nicht hier in den Stall reingehen, weil früher war das hier vorne der Hühnerstall, also bis vor knapp einem Jahr. Und das ist halt eine matzmäßige Sauerei, wenn die hier oben drauf sitzen und scheißen, dann hast du es auf die ganzen Stangen hier verteilt. Und genau diesen Effekt wollte ich eben vermeiden, deswegen habe ich die jetzt so ausgesperrt. Ich meine, ich gehe freilich davon aus, wenn ich dann die Schweine habe, die werden es mal abreißen unter Umständen. Es ist zwar hier mit ein bisschen Abstand angebracht, aber ja, muss ich mal sehen, ob es funktioniert. Im Endeffekt, die Schweine sind ja sowieso bloß mehr oder minder nachts drin. Natürlich können die dann auch Tag und Nacht rein und raus. Und ja, die Hühner können dann natürlich drüben durch die Tür auch hier rein. Aber wie gesagt, ich habe halt die Hoffnung, dass die Hühner dann nicht jetzt ständig da drüben sitzen. Weil mit dem Einsperren, wenn das nicht ist, ist immer Katastrophe. Da kriegst du nicht hinten rein, vor allem wenn die abends einmal noch nicht von alleine im Bett sind. Dann kannst du hier vorne drüber steigen und kannst die Hühner wieder einfangen. Deswegen habe ich das eigentlich so gemacht. Ja, und ob es funktioniert oder nicht, das sehe ich dann. Also der Plan war eigentlich, dass das so bleibt. Die Alternative wäre gewesen, ich mache Hasendraht hin, dass sie nicht durchkommen. Aber das muss ich mal sehen. Jetzt warten wir halt einmal ab. Wie gesagt, wenn die Schweine kommen, das sehe ich ja dann selber erst einmal. Ich habe in meinem Leben noch nie Schweine daheim gehabt. Und auf dem Hof hat es ja die letzten gut 40 Jahre keine mehr gegeben. Also von daher lasse ich mich da selber überraschen. Ja, mein Fasswagen habe ich jetzt mittlerweile auch wieder hier unten stehen. Habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen. Jetzt steht er aber hier draußen nicht mehr drin im Gehege. Ja, der bleibt hier draußen stehen. Erstens einmal habe ich nicht ganz so viel Laub, was dann oben drauf fällt. Und der zweite Vorteil davon ist einfach, ich kann hier runter einen langen Schlauch legen von oben und kann den Fasswagen dann, also jetzt quasi dieses Jahr nicht mehr, aber im Sommer dann nächstes Jahr mit Wasser füllen. Und dann brauche ich hier unten bloß, also für die Schweine fürs draußen und für die Hühner für draußen, kann ich hier direkt mal Wasser entnehmen und kann es ihnen dann direkt geben. Ich habe ihn jetzt hinten auf die Stützen drauf gestellt, dass er nicht nach hinten überkippt und vorne steht er auf dem Rädle. Ja, da bleibt er jetzt auf alle Fälle stehen, weil dieses Jahr passiert da nichts mehr. Erst wieder im neuen Jahr.
Und wenn ich eine Vase für die Kürbis oder Kartoffeln oder was brauche, auch kein Thema. Das ist ja ruckzuck hier weggefahren. Das ist ja gar kein Thema. Hier komme ich mit dem Schlepper schön hin. Egal ob mit dem IHC, mit dem Krame oder runtergefahren haben wir nicht mit dem Radlader, der hat ja Anhängermaul hinten dran. Ist doch alles kein Problem. Ja, was dann im letzten Video, oder besser gesagt im vorletzten Video, ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, war, ich möge doch mal unseren anderen Hund zeigen. Ja, das kann ich doch gerne mal machen. Der ein oder andere hat ihn im Video schon gesehen. Geschrieben habe ich es ja auch, dass ich noch einen Hund habe. Und einen Bernhardiner, den Leo. Und das ist ein reiner Draußenhund. Ich habe den 2013, muss das gewesen sein, gekriegt. Von einer Familie, die hatten den immer in einem relativ kühlen Wintergarten. Und der war eigentlich nie die Wohnung so richtig gewöhnt. Ja, wir haben den gekriegt. Und ich habe damals gedacht, na gut, kühl, im Flur ist es ja bei mir auch. Dann kann er ja nachts mit in den Flur, habe mir da schon ein Kabel hingestellt. Habe gedacht, na, da würde er da reingehen. Also Kabel ist gut, es war ein großer Korb. Und habe es eine Nacht probiert. Ja, mitten in der Nacht fängt das Rumpeln und Scheppern an. Zerlegt er mir fast die Tür draußen. Gut. Da habe ich ihn wieder irgendwie in den Korb gebracht, dann war er wieder ruhig. Die nächste Nacht dasselbe Spielchen wieder. Habe ich gesagt, das gibt's nicht. Naja, und dann habe ich es einmal eine Nacht probiert gehabt. Wir haben ja den alten Hundezwinger hier drüben. Früher war der zweiseitig offen. Also wo jetzt die Platte da, die Holzplatte drin ist, war früher auch mal offen. Ja, und dann haben wir es einmal da probiert. Hat wunderbar funktioniert. Der hat die ganze Nacht geschlafen. Da war es damals, das war im Herbst, so um die Zeit könnte es gewesen sein. Und überhaupt kein Thema. Der war ruhig. Der hat da draußen geschlafen. Ja, dann haben wir überlegt, was machst du? Dann haben wir gesagt, wir lassen den draußen. Wenn es nicht da besser gefällt. Ist zwar nicht so geplant gewesen. Aber es ist nun mal so. Der Zwinger, der stand noch vor unserem allerersten Hund, den wir damals hatten, vor unserer Cindy. Die war mehr oder minder so ein Draußenhund. Die ist tagsüber gerne mal mit ins Haus reingekommen, aber nachts wollte die partout draußen schlafen. Die hat da getobt, wenn sie drinnen schlafen musste. Die hat es nicht gemacht. Sie ist eingesperrt worden. Beim Leo ist es jetzt so, der ein oder andere wird mir jetzt gleich kommen und wird sagen, oh, der arme Hund, das ist ein Kettenhund oder sonst was. Ja, er hängt an einer Leine. Der hat hier draußen knapp 8 Meter Auslauf. Kann in seinen Zwinger rein und raus, wie er will. Da hat er innen ein Bett stehen. Kann ich auch mal zeigen. Also der kann, wie gesagt, rein und raus, wie er möchte. Wie es nicht gerade lustig ist. Der hat hier mein altes Polsterbett drin. Da hat er schon wieder Walnuss gehabt. Ja, Wassereimer, Futterschüssel, ganz normal wie gehabt. Und ja, da ist er. Ist jetzt mittlerweile ein wenig älterer Herr. Gell, Stinker? Ja, das Bettlaken habe ich vorhin, vor einer Stunde, ganz frisch draufgezogen. Da haben wir ein wenig ausgemustert. Aber das hilft bei ihm immer nichts. So, da haben wir ihn. Ja, das ist der Leo. Ein Bernhardiner, original aus der Schweiz, der stammt aus Luzern. Mittlerweile fast 8 Jahre alt. Ja, hat natürlich die ein oder anderen Wehwehchen. Es ist einfach so, zum Beispiel vorne die Nase, falls man sieht. Ja, mittlerweile ist er wieder recht verheilt. Aber im Sommer, wie die Temperaturen so hoch waren, hatten wir das Problem, da kommen bei ihm immer die Mücken. Da gibt es diese, ich sage immer, Deltaflügler dazu. Mit so dreieckigen Flügel hinten drauf. Ich weiß gar nicht, wie die Mucken heißen. Aber die beißen immer, die haben einen Stechrüssel. Schau aus wie eine ganz normale Mucke, aber beißen. Die haben hinten auch einen Pferdstall. Ja, und die beißen immer die Nase zusammen. Dann schaut er immer aus. Ja, und dann. Letztes Jahr hat er schon mal einen Hotspot gehabt. Also wie so ein Hautekzem. Das war vorne hier. An seiner Lefte. Bis runter. Auf die Brust. Hat schlimm ausgeschaut. Da habe ich letztes Jahr schon gedacht, ich muss ihn einschläfern lassen und wir verlieren ihn, aber der hat sich wieder gerappelt. Ja, und dieses Jahr leider wieder. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, dieses Mal klappt's. Keine Probleme, habe dann Vorsorge getroffen, habe ihn quasi tagsüber, wenn es zu warm war, ins Waschhaus auf. Habe ihn da die Tür leicht offen gelassen, dass er im Waschhaus sitzen konnte, also mit Kühle. Habe gedacht, das hat auch mal funktioniert. Ja, aber das war ein Fehlschlag. Es war Anfang August. Hat es dann angefangen, der hat wieder gequietscht. Und gedacht, was hat er denn? Und ich meine,
Man ist zwar jeden Tag bei einer, aber man sieht es nicht gleich. Und da hat es das mal angefangen hinten am After. Da hat er das mal da den Hotspot gehabt und oben unterm Fell. Ja, wie sowas entsteht, weiß eigentlich keiner. Der Tierarzt hat gemeint, es kann sein, wenn er mal Zecke hat oder wenn er was gebissen hat, ein Viech oder was. Und das ist wie so eine allergische Reaktion und dann entsteht das. Ja, und er ist halt auch recht anfällig. Er hat es auch als Welpe damals schon gehabt oder als junger Hund. Damals auch hier oben in den Backen. Da mussten sie ihn dann operieren lassen. Das ist alles rausgeschnitten worden, war wie so totes Gewebe. Und da war es damals schon. Ja, und dann war es jahrelang nicht mehr. Und jetzt im Alter kriegt das wieder. Für einen Bernhardiner sind die fast 8 Jahre ja doch schon ein relativ hohes Alter. Also die Lebenserwartung für seine Vorfahren zwischen ja, 7 bis 10 Jahre. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Bernhardiner gehabt. Der ist bloß 4 Jahre geworden, der ist gestorben. Ich freue mich über jeden Tag, den ich mit dem Leo habe. Ist ein ganz ein guter Hund. Der hängt ja auch nicht nur hier, der darf auch laufen. Ja, ein großer Kuschelbär. Den wollte der ein oder andere sehen. Wie schaust du wieder aus? Ja, was halt bei ihm einfach ein wenig ist, man sieht schon, der ist schmuddelig, da unten hat er schon wieder Sappe. Bernhardine, die Gafen halt ein bisschen. Da kann es natürlich sein, wenn man am Hühnbeine war, dann hat man die Hose voll mit Gafe. Das ist einfach so. Aber ich mag den Grusen gern. Der genießt es, wenn man auch krabbelt. Ohren krabbeln ist ganz besonders schön. Ich sag immer, es ist wie ein riesen Teddybär. 75 Kilo schwer, wenn er auf einem drauf liegt, dann kann man sich nicht mehr rühren. In seine Spitzenzeiten, also damals als ich ihn gekriegt habe, hat er 85 Kilo gehabt. Ja, der Leo ist eine unkastrierte Rüde. Deswegen kann ich ihn nicht den ganzen Tag unbeaufsichtigt laufen lassen. Das ist ein wenig ein Problem. Da ist aber auch so, ich habe gesagt, ich lasse ihn nicht kastrieren. Wäre zwar sicherer gewesen, weil dann hättest du nicht das Problem, dass er halt an Stiften geht und alles markiert und ja, natürlich dann auf Hündinnen oder so. Aber ich habe gesagt, ich mag es nicht. Wir hatten damals schon mal Bernhardine Hündin, war auch meine, die Emma. Und die haben wir damals sterilisieren lassen. Ja, und eine Woche später ist sie gestorben. Die hat die Operation nicht vertragen. Und bei ihm wissen wir auch, er hat auch mit dem Herz ein wenig Probleme. Oder die hat es damals gesagt. Und ja, da habe ich gesagt, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich will den Hund länger haben und lasse es nicht machen. Ja, ist ein ganz guter. Deswegen muss ich ihn halt anhängen, wenn keiner da ist. Und so wie gesagt, wenn man dann nochmal Zeit hat, dann lässt man ihn natürlich freilich hier draußen mitlaufen. Der freut sich, der geht auch mit hinten in den Stall zu den Pferden. Zum Esel, nun dazu die Hühner, da geht er mit. Zu den Gänse, Spaziergängen mitmachen. Ja, wenn ich ihn jetzt abhängen tät und lasse ihn mal 5 Minuten unbeobachtet, dann geht er halt selber spazieren. Das kann natürlich auch passieren, das ist das, was ich sage. Weil dann biegt er mal ganz schnell ab, nun der wird's auf die Bulldogstraße, unterhalb vom Feld entlang. Ja, und da ist das letzte Mal ausgebüxt und dann 3 Stunden hast du ihn nicht gesehen. Und dann war er auf einmal wieder da und dann schaut er ein, so richtig mit seinem Blick an, ist was? Hast du was? Ja, es ist einfach so. Aber ist ein ganz guter. Bloß die Leute haben halt immer Angst vor dem Riesenhund. Das ist auch so ein Problem. Ne? Gell? Vor allem die, die mit ihren ganz kleinen Köderchen immer spazieren gehen. Wo ich immer denke, wenn sie den Hund dann auf den Arm nehmen, der Leo ist halt auch nicht, der will einfach nur, der will es beschnuppern. Und dann die ganz kleinen Kläffer, die werden dann immer so keifert. Und dann will er erst recht noch und will gucken, wer das ist. Ja, und deswegen, wie gesagt, hängt er an der Leine und kann halt nicht so große Spaziergänge machen, gell? Bitte schön. Ja, und zu dem Hotspot, den er hinten gehabt hat. Ach Gott, bis dem Fellwechsel. Du hörst dich. Man sieht jetzt nicht mehr so viel. Hier hinten war das. Also Fell wächst mittlerweile wieder nach. Da war alles kahl hier. Ich musste dann komplett ausscheren. Hier runter, auch der Schwanz war dann befallen. Hat wieder ganz schlimm ausgeschaut, aber der hat sich wieder derrappelt. Ja, wie gesagt, man sieht schon, er ist nicht mehr der kräftigste Hund. Es ist das alte, ich fütterne, er kriegt ja. Danke. So, machen wir schon wieder. Schlappelatz. Er ist halt, wie gesagt, nicht mehr der Jüngste. Ich habe mit dir auch Rücksprache gehalten. Herztabletten hat er jetzt gesagt, kriegt er aber noch nicht. Erst wenn es wirklich ganz schlimm ist, dass man es merkt. Also das ist jetzt mit dem Tierarzt gesprochen. Und
Ja, füttern hat er halt gesagt, alles was gut ist, kriegt er natürlich. Dann gibt es auch mal Dosen, dann gibt es auch mal Fleisch, dann gibt es ganz frische Rinderknochen drinnen vom Schlachthof, hole ich dann. Und Trockenfutter, halt alles was er braucht. So viel, dass es dann wirklich auch alles frisst, aber dass er auch nicht Hunger leiden muss oder was. Mehr zunehmen tut er einfach nicht, das ist einfach so. Wie gesagt, was erwartet man? Ist ein alter Herr. Er hat jetzt, wie gesagt, fast seine 8 Jahre erreicht. Und ich bin froh um jeden Tag, den wir mit ihm haben. Ja, wie gesagt, Haarwechsel. Und es ist halt einfach so. Klar wäre es schöner, wenn er seine 85 Kilo hätte und gut genährt wäre, aber es ist, wie es ist. So viel auf jeden Fall zu unserem Leo. Ist ein ganzer Liebe. Ein Riesenhund. Aber treu doof und lammfromm. Ich moch na gern. Ja, dummes Schof. Könnte man sagen. Na, ist er gute. Also das war eigentlich ein ganzer Liebe. Ich moch na. Ohne ihn wäre es auch nichts gewesen. Ja, so viel dazu. Und später gibt es da noch was zu zeigen. Im Hintergrund hört man es vielleicht leicht zischen. Der Vater lackiert gerade in der Halle Motorhaube und das Zeug, was jetzt quasi grundiert war, wird jetzt lackiert. Und ich habe mir hier eine Kleinigkeit geschnappt von meiner alten Haube. Das werde ich jetzt da mal gründlich waschen. Das ist das Haubenemblem vorne. Und werde dann nochmal die Stellen hier außen mit meiner Polierscheibe vom Dremel ein bisschen bearbeiten. Man sieht schon, das ist so gelb angelaufen. Das war Leinölfirnis. Ich habe den K15 damals mit Leinölfirnis vor dem Winter behandelt. Hat ja auch gut funktioniert, lässt sich auch gut waschen. Schaut aber natürlich bescheiden aus. Und das versuche ich jetzt einmal runterzukriegen, dass der wieder schön ist. Und dann hätten wir das auch. Ja, und da haben wir schon wieder Donnerstag früh. Ist ja ganz klar. So schnell geht's. Ja, ich wollte euch gestern eigentlich noch die Teile vom Kramer zeigen, die jetzt grün lackiert sind. Aber das hat nicht geklappt. Ja, ist halt so. Das machen wir halt dann heute. Ja, hier unten habe ich heute noch bei den Hühnern meinen Stallraum gar fertig gemacht. Nochmal frisch rausgekehrt. Und jetzt muss ich noch meine Kleinteile hier aufräumen. Zaunprüfe und die Litze und die Isolatoren, die übrig waren. Und meine Zaunpfähle. Und dann ist das hier fertig. Also wenn alles klappt, dann sind sie vielleicht Dienstagnachmittag endlich da, die Schweinchens. Bin ich gespannt. Ja, und dann habe ich heute noch ergänzt hier unten den ersten Sturmhaken. Kann ich mal zeigen. So. Zack. Dann ist die Tür schön nah an der Wand dran. Dass wenn es regnet, dass die ganze Tür nicht immer gegossen ist. Weil Westseite ist quasi darüber was, das heißt hier kommt nicht ganz so viel Regen hin. Ja, ich kann den jetzt hier einhängen oder aushängen und brauche dann nur noch wieder zumachen. Das hat soweit funktioniert. Ja, auf der anderen Seite wollte ich dasselbe machen. Erst hatte ich geplant hier rein, habe hier schon das Loch gebohrt gehabt gestern. Tja, da habe ich festgestellt, dass mein Haken zu kurz ist. Da habe ich überlegt, das Eisen rumzubiegen, dann geht aber die Tür da drüben nicht mehr zu. Ja. Und die Ringschraube von dem habe ich natürlich irgendwo versabbelt. Keine Ahnung wo. Ausgezeichnete Frage. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder eine Ringschraube finde. Dann muss ich das Ganze halt wieder neu befestigen. Ja. Da hinten hocken die Hühner drin. Ein Teil von ihnen. Ihr wollt wohl heute nicht raus. Nö? Tja, der andere Teil ist hier draußen. Ich habe heute mal einen Versuch gemacht, habe ihnen nochmal Paprika rein. Ja, und unten kriegen sie keine. Ja, dann schauen wir einfach mal. Muss ich halt mal gucken. Ringschraube noch ergänzt, dann ist das hier unten fertig. Und dann wird das doch langsam. Ja, den Flug haben wir, wie gesagt, gestern dann raus. Deswegen ist bei uns leider nichts mehr geworden mit dem Filmen von den Kramerteilen.
Wir haben gestern einen grünen Mustang aus der Halle rausgeholt mit dem Kran. Da habe ich kein Video davon gemacht, weil ich mir denke, naja, was ist da besonders dran? Du hängst da einen Kran an und hebst ihn raus und drehst ihn einmal rum und stellst ihn ab und hängst ihn an einen Bulldog. Also, das ist ja nichts Besonderes. Ja, den haben wir gestern auf alle Fälle raus. Der Vater wollte die ersten paar Bahnen ziehen. Er wollte sie oben gerade ziehen und wollte sich einstellen. Weil das Einstellen macht immer eh. Ja, gut, dann hat er angefangen. Und dann habe ich gesehen, der geht nicht in den Boden. Wir haben ihn zwar so eingestellt, dass das vordere Schar etwas tiefer in den Boden reingeht, weil wir wissen, dass der Boden hier relativ hart ist, das mal. Aber zieht nicht rein. Da haben wir ihn noch einmal umgestellt. Auch nicht. Schleift bloß drüber. Die tiefste Stelle, die wir geschafft haben, waren 15 cm und sonst im Schnitt irgendwas zwischen 4 bis 7. Also grubbern geht schneller, sage ich einmal, weil habe ich mehr Arbeitsbreite und kann schneller fahren. Ja, jetzt haben wir so gesagt, ich meine, wir ackern jedes Jahr normalerweise. Durch die Stilllegung war aber letztes Jahr nicht. Und durch das trockene Jahr ist der Boden hier, das ist so richtig ein Lehmboden, der ist knüppelhart wie Beton. Da kommt der Pflug so nicht rein. Jetzt haben wir gestern nochmal geschaut. Ich habe gesagt, jetzt bestellen wir mal neue Schare. Die alten, die sind jetzt 10 Jahre drauf. Das waren auch mal Schnabelschare, die sind aber abgenutzt unten. Also die haben unten normalerweise so eine verlängerte Spitze am Schar. Aber die sind abgenutzt und nicht mehr so toll. Theoretisch könntest du mit denen noch einige Schläge ackern, aber hat keinen Sinn. Ja, habe ich gestern geguckt. Und da haben wir dann Schnabelschare mit Wechselmessern vorne drauf gefunden. Und dann habe ich zum Vater gesagt, dann will ich auch mal die. Weil wenn die abgenutzt sind, dann drehst du diese Messer einmal rum. Die sind wie bei einem Herzschar beim Grubber. Die kannst du einmal wenden und kannst die andere Seite noch runterransen. Da habe ich gesagt, die will ich jetzt da mal haben. Probieren wir mal aus. Stammen eigentlich von den neueren Flügen. Wir haben wie gesagt den alten Krone Mustang 120-3. Und die stammen eigentlich schon vom neueren Modell, sind quasi auch schon in grün gehalten, passen aber auf den drauf. Da habe ich gesagt, das probieren wir jetzt, vielleicht geht es besser. Und dass wir dann vielleicht bis zum Wochenende ackern können. Ich kann euch ja mal das Flugbild dann zeigen, was wir haben. Das ist natürlich nicht das Tollste, aber ihr werdet schon sehen. Jo, gut. Ich mache jetzt mal meine Stelle fertig und dann zeige ich euch das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann kommen wir doch zuallererst einmal hier zu unserem schönen Gespann. Ja, der IHC mit unserem Kronepflug. Da hättet ihr ne. Das ist ein 3-Schere Wendepflug. Und eine IHC vorne dran. Ganz klar, wie immer. Sieht man ja. Ja, weil ich das letzte Mal im Video beim Miststreuen da war, das gesagt habe. Das ist das vorletzte Video. Ich habe vorne was neu gemacht und dann wusste keiner. Ja. Ein neuer kühler Grill oben. Hier oben waren ja zwei Ecken rausgebrochen. Und da hüben waren sie total schief und kaputt. Und den habe ich von vorne mal neu gemacht. Ich finde, so schaut der Schlepper doch ein bisschen besser aus. Und macht wieder was her. So, und nun aber zu den gestern schon versprochenen schön grün lackierten Teilen vom Krame. Ja, dem einen oder anderen wird die Farbe gefallen. Die nächsten sagen würde, das passt nicht, aber so waren die Kramer halt lackiert, ist der Original Lack. RAL 6000, Patina Grün. Ja, ich habe dort den Lampenträger vorne, die Hupe hängt da hinten, die ganzen Blinkerträger, Lampenträger, die ich habe, den Halter vom Warnblinker, vom Blinkgeber. Dann habe ich hier die Sitzfeder, Hubstreben. Das ist das Unterteil vom Sitz, das quasi Sitzfeder hält. Armaturenbrett, Sitz, die Trittbleche. Ja, da wird es jetzt dann auch ein paar Spezialisten geben, die werden sagen, original waren die Trittbleche schwarz. Das stimmt. Aber ich habe sie so grün gemacht, wie sie beim KL300 sind. Ich finde, es schaut auch nicht schlecht aus. Abnutzen tut sich schwarz, tut sich grün, also das spielt keine Rolle. Da ist sowieso egal, es sind nur mal Trittbleche, da steht mir drauf. Ja, das ist mein Blinkerschalterhalter. Ich nenne das jetzt einfach so, da ist jetzt der Blinkerschalter drin. Anhängebolzen, Zug, Maul hinten,
Das ist für den Handbremshebel, den du dann aufstecken kannst vor die Ladewegen oder Pressen. Die Bolzen vom Zugmaul. Das ist die originale Aggerschiene vom KA15. Ich werde aber vermutlich, denke ich mal, nicht die dann verbauen, sondern ich werde die Breite verbauen, die ich habe, so wie sie beim KL300 ist. Das muss ja mal sehen, wenn ich dann fertig bin. Die stecke ich ja mal auf und dann sehe ich ja, was mir besser gefällt. Und das entscheide ich dann. Ja, und da haben wir dann noch die schöne Motorhaube. Ja, wie gesagt, also da sind natürlich so leichte Dinger drin, so Unebenheiten. Die kommen aber einfach vom Blech. Das ist, wie gesagt, die Blechhaube. Klar, man hätte jetzt hergehen können und hätte es alles spachteln können, aber du müsstest wirklich von vorne bis hinten die gesamte Haube spachteln. Also mit einer Spachtelmassenschicht überziehen. Wenn man das hier so anguckt, weil der ganze Untergrund ist uneben. Also, dass die wirklich spiegelglatt wird, kannst du vergessen. Und deswegen habe ich da die Beulen dann auch nicht mehr rausgeklopft. Ich finde, das ist einfach, das hat auch ein wenig Charakter. Klar, hier sieht man es dann ein wenig. Da sind natürlich so Beulen drin oder die hier. Aber das gehört zum Alter vom Schlepper dazu. Also der Krame, der ist definitiv, ich habe es jetzt mit dem TÜV-Prüfer gehabt, Baujahr 1956. Also ein Jahr jünger wie der K15. Und der hat wirklich viel gesehen. Der hat mittlerweile, glaube ich, die fünfte Kupplung drin. Die Bremsen sind damals neu gemacht worden. Getriebe war einige Male, wo rumgeschraubt worden ist. Und. So viel Arbeiten dran gewesen. Ja, und jetzt mache ich mir die große Arbeit noch einmal. Seht ihr ja. Ja, und da habe ich gesagt, das ist dann die Abholen, das ist Geschichte. Die darf er erzählen. Dann passt das auch. Ich finde, es macht dem Ganzen keinen Abbruch. Wem es nicht gefällt, ja gut, muss es nicht gefallen. Wie gesagt, das sind immer meine Maschinen. Der Schlepper wird dann überwiegend zum Ausmisten gebraucht. Der macht dann die Scheißarbeiten, möchte ich wirklich so sagen, wie es ist. Wenn es jetzt im Winter wieder dann ist, den Misten hinterfahren und. Der ist dann schneller am Dreckert und ich meine, ich stelle mich nicht nach jeder Fahrt dann hin und putze das Ding und poliere das Ding und... Der ist wirklich zum reinen Arbeiten da. Der KL300 ist zum Arbeiten da. Kartoffelhäuschen, Kartoffelgraben, Heuwänden und. Aber der ist dann, wie gesagt, hauptsächlich für diese Arbeit. Ich sage einfach, das ist für meinen Zweck gut. Das passt. Und was wollen wir mehr? Ja, und nachdem der Lack jetzt soweit trocken ist, werde ich jetzt da mal noch was ergänzen. So, es ist vollbracht. Mein Haubenemblem ist wieder drauf. Und ich finde, so ist der Bulldog dann wieder komplett. Also, naja, zumindest die Monohaube, sagen wir es mal so. Beim KA15 war kein Emblem mehr drauf. Da haben die damals das Emblem vorne runtergerissen und haben oben mal ein Loch reingebohrt und dann Mercedes-Stern reingemacht. Also, da bin ich ja kein Fan davon. Ich habe das Loch wieder zugeschweißt und habe jetzt mein Emblem vom KA15 übernommen und. So sieht das Ganze aus. Also ich finde einfach, dieses Emblem ist richtig schön, ist richtig gelungen den Designern oder Herstellern damals. Also die haben das richtig gut gemacht. Das Zahnrad mit der Ähre. Ja, das ist jetzt wieder auf der Haube mit drauf. So wie es sich gehört. Wie gesagt, die Dullagen da vorne, die sieht man jetzt da nicht mehr. Die, wo ich gemeint habe, da ist das Emblem drüber. Hat wunderbar gepasst. Ja, die da hüben sieht man natürlich noch, oder die da unten, oder das da. Aber ich bin kein Karosseriebauer, dass ich die jetzt alle ausdengeln möchte. Und wie gesagt, ich möchte es auch ein bisschen erhalten, diesen, ja, doch schon zeitgeschichtlichen Aspekt. Aber so schaut die Haube wieder richtig gut aus. Das ist jetzt unter die grünen Teile dann nochmal quasi farblich ein bisschen abgesetzt. Ja, was ich ja oft einmal sehe, die Krame sind ja teilweise, sind nicht alle gewesen, nur vereinzelte Schlepper sind ausgeliefert worden mit silbernen Zierstreifen. Also mein KL300 oben, der hat ja richtig schöne silberne Zierstreifen dran, aus Alu, die waren einfach bloß angeschraubt. Und die hier, die hatten ja sowas in dem Sinne nicht, sondern die hatten nur so geprägtes Metall hier. Und es gab es, dass diese
dieser Streifen da, der Unterschriftzug in Silber abgesetzt war. Das habe ich ja in einem von den Videos schon mal gesagt, das werde ich nicht machen. Ich lasse den so, wie er ist. Beim K15 zum Beispiel, die war nur grün. Oder jetzt da der KA15 war eigentlich auch nur grün. Da hat bloß irgendwann einmal jemand diese silberne ergänzt. Und ich sage ja immer wieder, meine Vermutung ist einfach damals, die Schlepper sind gebaut worden und da hat man nicht auf Schönheit dann geachtet, sondern sind zusammengebaut worden und ausgeliefert worden. Und genau diesen Effekt will ich hier auch. Diese komplett grüne Haube ist doch einmal unter den ganzen hochaufpolierten Schleppern was anderes. Weil das sieht man eigentlich eher seltener, dass die so ganz grün sind. Oft einmal machen sie alle die Zierstreifen. Und bei mir beim K15, wie gesagt, das ist ganz original, dass die nur grün war, weil der hat nur einen Lack gehabt und das ist der originale Lack beim anderen noch. Da ist nie was ergänzt worden oder nie was nachgestrichen worden oder sowas. Und da waren die Zierstreifen eben auch in dem Grün. Und genauso möchte ich es jetzt beim KA15 auch lassen. Ja, so viel hierzu. Das würde ich sagen, wird es dann hier gewesen sein. Und ja, das ist so der aktuelle Stand quasi. Am Kramer, wie gesagt, geht es ganz langsam voran. Ich werde heute noch einmal schauen, vielleicht das Gaspedal zu ändern. Weil da haben die irgendwann nochmal so ein Stück Blech aufgeschweißt, dass es quasi größer ist. Weil das Gaspedal hat bloß so eine ganz kleine Größe. Mir reicht es ja, aber irgendeiner ist dann hergegangen, hat ein Flacheisen aufgeschweißt so breit. Und wenn du das Flacheisen ein paar Mal gesappt hast, dann verbiegt das ganze Gaspedal. Weil einfach die Hebelkräfte, weil das zu einer Seite nur rausgeht, die sind zu hoch. Ich schneide das runter und werde das originale Gaspedal wieder lassen. Und dann habe ich da Ruhe. Das werde ich heute noch ändern. Und dann denke ich einmal, wird es doch auch schon wieder um die Mittagszeit sein. Jetzt ist aktuell kurz vor 10. Und um 12 ist ja hier Mittagsruhe, also da brauchst du nichts Lautes mehr machen. Ja, hier unten geht es jetzt dann aktuell erst einmal nicht weiter. Die müssen jetzt noch wenigstens eine Nacht aushärten, die Teile, bevor wir sie umlagern können auf meinen Zweiachser hinten. Was gemacht gehört, sind aber noch die Kotflügelstreben. Quatsch, die Überrollbügelstreben, die in die Kotflügel reinkommen. Die wollten wir ja noch neu machen. Und dass wir da dann auch wieder auf der sicheren Seite sind, fällt dir der Bulldog um, hast du doch zumindest ein bisschen an Schutz. Und ich sage mal so, einen Vorteil haben sie auch. Die Kotflügel sind viel mehr versteift und sind viel stabiler mit den Streben vom Überrollbügel als ohne. Und das gehört halt jetzt noch gemacht. Ja, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das wird es gewesen sein. Mehr wird jetzt nicht passieren, zumindest nicht für dieses Video. Ein paar kleine Einblicke habt ihr wieder gesehen. Am Dienstag, wenn ich die Schweine holen sollte, das werdet ihr dann natürlich dann nicht im Dienstagsvlog sehen. Das denke ich einmal, wird dann eher auf Freitag fallen. Am Dienstag werdet ihr dann höchstwahrscheinlich das Ackern sehen und je nachdem vielleicht noch das mit der Kreiselladen fahren. Und dann schauen wir da mal weiter. Ja, zum Abschluss, die Hanna steht da. Guck ganz dumm. Hanna? Maggie und Emma, da steht der Gandhi, da oben liegt der Jockel rum. Was ist denn? Ein Mäuschen. Hanna? Steht da wie eingeschissen. Gefällt dir jetzt aktuell scheinbar in der Sonne recht gut. Der Gandhi steht ja lieber da hinten im Schatten. Jawohl, jetzt bequemt er sich. Ne, ich habe gar nichts gesagt. Ja, na gut, in diesem Sinne, mit der Hanna als Hintergrund, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche wieder ein wunderschönes Wochenende an alle. Und ja, was ich vielleicht noch loswerden kann, falls ich den ein oder anderen Kommentar zu spät lese oder dergleichen, oder mal später antworte, tut mir leid, keine Absicht, das liegt wirklich einfach mit der Zeit zusammen. Ich mache das immer, wenn ich Zeit habe. Und falls mal ein Kommentar irgendwie ganz egal untergeht, ich weiß ja, in letzter Zeit irgendwie spinnt YouTube, normalerweise kriege ich immer Benachrichtigungen, wenn jemand mein Video kommentiert hat. Das funktioniert in der aktuellen Zeit irgendwie nicht. Und ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Nachrichten gehabt,
Die sind irgendwie verloren gegangen. Keine Ahnung. Weiß der Geier, was da wieder los ist. Weiß auch nicht. Jetzt würde ich trotzdem sagen, ein schönes Wochenende an alle. Und bis zum Dienstag 16:30 Uhr. Servus, bis dahin.